Hallo, ich grüße euch zum Teil 21. Wir wollen uns heute mal wieder über eine Sache unterhalten, wo man sagen kann, da wird wieder mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und komischerweise ist es immer dann, wenn wir kurz vor dem Ziel stehen, eine Sache in die richtigen Bahnen zu leiten, dann kommt wieder irgend so jemand, der das wieder brandreibt. Ja, ich habe das jetzt und das ist jetzt der Weg. Der Weg ist immer noch der gleiche. Wir brauchen einen Verweser, irgendeinen. Und damit kommen wir in die volle Souveränität und auch in die vollen Erbpachtrechte hinein. So, und solange wir uns ständig von der Arbeit abhalten lassen und immer was anderes machen, wird es nicht passieren. Und das haben wir also die letzten 100 Jahre geschafft. Und wir sollten endlich mal anfangen, darüber nachzudenken. Wenn jetzt jemand sagt, spring in den Teich, dann sollte man darüber nachdenken, ob das Sinn macht. Weil es könnte ja sein, dass dann ringsherum die Leute stehen und drüber lachen. Ne? Wie die Deutschen es nach 100 Jahren immer noch nicht hinkriegen, mal eine Waldurne aufzustellen und eine ordentliche Verweserwahl zu machen. Und dann natürlich mit der Begründung um die Ecke kommen, wenn die so bescheuert sind, dann müssen wir die ja im Prinzip zwangsverwalten. Ne? Dann geht es ja gar nicht anders. So, das muss man einfach mal begriffen haben. Jetzt wollen wir erstmal in das Thema einsteigen. Also, es geht um die sogenannten alten römischen Sklavenhalterrechte. Früher war es so, dass die Sklaven, um sie von den Freien und von den Bürgern Roms zu unterscheiden, eben anders geschrieben wurden. Ne? Da gab es also so die völlig entrechteten Sklaven, hatten also nur noch Großbuchstaben. Die etwas weniger Entrechteten hatten in Großbuchstaben und den Rest klein. Und der absolute Monarch hatte vorne Kleinbuchstaben und den Rest groß. Ja, so. Ja, ist eigentlich Irrsinn. Man muss einfach wissen, dass es in Deutschland im Stammesgebiet der Germanen nicht gilt, weil das germanische Volk hatte das Römische Reich besiegt im Jahre 9 im Teutoburger Wald. Das sollte man eigentlich in der Schule gehabt haben. Damit fallen die römischen Sklavenhalterrechte für das gesamte Stammesgebiet der alten Germanen weg. So. Und da muss man jetzt nur noch wissen, wo liegt denn das? Na, das alte germanische Stammesgebiet, das sogenannte Reich der Sachs, geht von Nordatlantik hoch bis nach Norwegen, oben rüber bis hin an Ural, hinten am Ural wieder runter bis ans Mittelmeer, am Mittelmeer lang und dann wieder an der Nordküste hoch. Alles, was dazwischen liegt, ist von dem römischen Sklavenhalterrecht befreit. Und da gibt es einen Thomas Carlyle, der die ganze Sache mal zusammengefasst hat. Er hat gesagt, die Zukunft Deutschlands ist die Zukunft der Welt. Warum ist das so? Es hat nicht damit zu tun, dass die Deutschen was Besonderes sind, sondern die haben eben dieses römische Sklavenhalterrecht besiegt. So, und durch den Sieg über das Sklavenhalterrecht sind die Deutschen durch Beitritt oder durch Schutzgebietsabkommen in der Lage, die Sklaverei in Deutschland, in Afrika, in Asien, überall abzuschaffen. Ja? Einfach durch Beitritt. Indem man also diese Rechte des römischen Sklavenhalterrechts, sagen wir so, will auch der Vatikan vertritt ja noch diese Sklavenhalterrechte. Ne? Also wer in der katholischen Kirche ist, ist ein Verfechter der Sklaverei, was anderes ist es nicht. Da können die offen niederhüpfen und man muss dann auch sagen, dass sie eine babylonische Kirche sind und keine christliche. Man muss sich einfach mal die Symbole und auch die Symbolhandlungen der katholischen Kirche mal genau ansehen. So, da wird man merken, dass man der Isis huldigt und nicht der Mutter Maria, also der Mutter Jesus. So, das muss man einfach mal wissen, dass das die Himmelskönigin ist und nicht die Mutter Jesu. Gut, aber die Katholiken sind ja da beratungsresistent. Gut, jedenfalls sind es die Verfechter des Sklavenrechts. Und das Sklavenrecht, wissen wir ja aus der Prophetie von Daniel, stirbt ja dann. Ne? Also es gibt vier Weltreiche, wir sind jetzt in dem vierten Weltreich drin. Das ist also losgegangen, ja, ich sag mal, nach, also da gehört die Französische Revolution rein, die Russische Revolution, der Ersten und Zweiten Weltkrieg und jetzt die neue Weltordnung. Das ist alles das sogenannte vierte Weltreich und das wird also irgendwann nochmal von einem großen Antichristen angeführt, wo der jetzige Papst eine Rolle spielt. Das ist der sogenannte achte König. Kann man sich einfach mal angucken, Offenbarung 17. Gibt zwei Wordless Chants übrigens eine große Abhandlung drüber, auch ein großes Video. Da klickt man einfach oben bei Videos mal rein und dort auf die Flagge von Deutschland und da kriegt man die Videos mit deutschen Untertiteln. Und dann kann man sich einfach mal die 39 Videos der Reihe nach anziehen. Das ist also eine Viertelstunde. So, da kriegt man eine vollständige Aufklärung, da merkt man auch, dass man auch hinsichtlich Weihnachten und Ostern belogen wurde. Ja? Also Jesus ist nicht am Ostertag auferstanden, sondern das war an dem Tag, an dem Sabbattag, der nach dem Passa kommt. Und Passa kann bis zu 4 Wochen nach Ostern liegen. Und das Ostern ist das Fest der Isis. Ne?
Und das ist das, was dieser Aberglaube, den der Salomo, der König Salomo, eingeschleppt hat und wofür auch von Gott bestraft wurde. So, das muss man wissen. Und die Talmud-gläubischen Juden sind also die, die diese abgöttische, salomonische Linie fortführen wollen. Und das ist altbabylonisch, was anderes ist es nicht. Ne? Teilweise stammt es auch aus dem Phönizierreich. Also es hat mit der christlichen Lehre absolut nichts zu tun. So, man muss also wissen, und da gibt es also Internetgemeinden, die sagen, wir wollen mit diesem alten schwarzmagischen Dreck einfach nichts mehr zu tun haben. Und da gehört auch Schadder zu Pluchschauen dazu, wir wollen nur saubere Lehre haben. Und es ist egal, was, ob der Dorfpfarrer damit einverstanden ist oder nicht, wir machen es einfach nicht mehr. Ja, wir verweigern uns falschen Lehren und Irrlehren. Jesus ist am Tag, also nach dem Passafest, an dem Sabbat, der Sabbat ist immer der siebte Tag nach dem Neumond, es hat mit dem Sonntag oder Sonnabend nichts zu tun, sondern es wurde noch im Neumond angezählt, weil die damals ja einen ganz anderen Kalender hatten. So. Und die Altgermanen hatten auch diesen alten Kalender und hatten auch die gleichen Moralvorstellungen. Also du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Das war alles germanisches Recht, war früher alles eins. Und deswegen werden auch die Altgermanen jetzt so mit Segen und mit Herausforderungen bedacht, weil die Christen eben nur pennen und Blödsinn erzählen. So. Und einer verbrecherischen neuen Weltordnungselite den Weg bahnen und den Arsch küssen. Man muss es einfach mal so sagen, so deutlich, damit es der Deutsche wirklich begreift. So, jetzt geht es aber um den eigentlichen Betrug. Also der Betrug hängt damit zusammen, wir hatten es ja in den vorhergehenden Teil, im Teil 7, im Teil 8, im Teil 17, 18 und 19 eigentlich sehr deutlich erklärt, dass mit der Staatsangehörigkeit das Erbpachtrecht zusammenhängt. Das Erbpachtrecht hat mit dem Kaiserreich zu tun. Das Kaiserreich hat jedem Deutschen erlaubt, gewisse Teile dieses Landes zu bewirtschaften. So. Und diese Rechte wurden in der Regel so 99 Jahre Maximum ausgefertigt und danach wurde das wieder verlängert. Weil es kann ja sein, dass nach 99 Jahren die Familie sagt, naja, wir wollen nicht mehr, das ist alles eine Last oder wir wollen sie ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner haben. So. Und dieses Gebiet wurde also bewirtschaftet, hat man Landwirtschaft gemacht, hat Industriebauten draufgesetzt oder hat ja, Viehzuchtbetrieb, das ist ja egal. Ne? Hauptsache, es wurde genutzt und es wurde nicht überbeansprucht, der Boden. Es gab auch dieses siebte Ruhejahr, wo also die Erde jeden siebten Jahr als Brachland genutzt worden ist. Und da durfte auch nichts angebaut werden, damit der Boden nicht auslaugt. Ne? Und das ist eben der Grund, weshalb wir hier sehr fruchtbare Böden haben. Ich meine, die Mecklenburger Böden haben natürlich mit den Schweizer fruchtbaren Albtälern und so keine Konkurrenz, ist klar. Ne? Aber im Großen und Ganzen, die große Fläche genommen, ist es sehr fruchtbarer Boden, mit dem man also sehr viele Nahrungsmittel anbauen kann und das Volk eigentlich sich selber versorgen kann. Deutschland bräuchte eigentlich überhaupt keine Nahrungsmittel importieren, ist vollständig autark. Und natürlich weckt das die Begehrlichkeiten von anderen Ländern. Und aus diesem Grund hat man also den Hutenplan entwickelt, um die Ureinwohner, so muss man so sagen, wir sind im Prinzip die Indianer in Europa, ne, die also ausgerottet werden sollen. Durch Überbevölkerung, durch Gesetze, durch Impfungen, die nur tödlich sind und dadurch Zeug. Also es wird immer neues Zeug erfunden, um uns zu dezimieren. Jetzt sprühen sie uns den Himmel noch voll mit Chemikalien. Und versorgen uns mit Radarstrahlung und allen möglichen Sachen, um uns hier aus dem Land zu verjagen. Man muss es wirklich mal so sagen. Das ist das, was momentan passiert. Das kann man in allen Medien lesen. Es wurde auch zugegeben, ja, die Leute, die raffen es nicht. Ja. Die könnten das sofort anders machen. Die müssen einfach sich nur einig sein. Alle im Dorf zusammenholen, Kiste auf den Tisch, Verwässerwahl machen und der Verwässer sagt, nee, das findet ja nicht mehr statt, fertig. Ja. Und dann ist einfach Ruhe und Frieden. Ja, und das kann jeder einzelne Kreis, jede kreisfreie Stadt, jeder größere Gebietsverband kann das für sich entscheiden. Nee, wir wollen diesen Euro mehr nehmen, wir wollen die EU nicht mehr, wir wollen dieses Gender und dieses Homo-Zeug wollen wir alles nicht mehr haben. Wir wollen ganz normale, friedliche Verhältnisse mit einem hohen Wirtschaftswachstum und wir wollen unsere eigenen Erlöse auch für unser eigenes Volk fertig. Ja. Das hat nichts mit Nationalismus oder mit Nazi-Sachen zu tun, sondern das sind einfach unsere Rechte. Ja. Und
die will man uns stehlen. Und aus diesem Grund passiert eben dieser, ich sag's mal so, Asylterror, dass hier sämtliche Leute aus aller Welt hier reinkommen, um hier Unruhe und Bürgerkrieg zu provozieren. So, und wer die Vorbereitung für einen Bürgerkrieg trifft, der gehört wegen Hochverrat angeklagt. Da gibt es auch im Grundgesetz ganz klare, harte Linien. Man muss natürlich wissen, dass das Grundgesetz wieder nur vom Bund als Bundesverfassung in Kraft trat und die Ländergesetzgebung gilt. Weil in der HLKO steht, es sind die Gesetze des Landes zu beachten. Das habe ich auch schon mehrfach erklärt. Das Land ist definiert über das Staatsangehörigkeitsgesetz. Das Staatsangehörigkeitsgesetz bezieht sich über das Ausfertigungsdatum auf den Gesetzestext des Kaisers. Und wenn dieses Ausfertigungsdatum nicht weiter fortgeschrieben wird, auch in allen neuen Ausgaben des Staatsangehörigkeitsgesetzes, gilt, dass der Gesetzestext des Kaisers weiterhin gilt. Denn erst wird das Gesetz geändert, dann wird es ausgefertigt, dann ändert sich das Ausfertigungsdatum und dann erst wird es veröffentlicht. In der Bundesrepublik ist es aber anders. Es werden irgendwelche Änderungen reingeschrieben, dann wird es veröffentlicht, obwohl das Gesetz noch gar nicht geändert worden ist, weil es niemand darf. Nur der Verweser, beziehungsweise eben der Kaiser darf Gesetze ändern. Alle anderen Gesetze des Landes bleiben so, wie sie sind. Und das geht so lange so, bis wir einen Verweser haben, der das ändert und dann kann er das Änderungsdatum fortschreiben. So, und solange dieses Ausfertigungsdatum vom Staatsangehörigkeitsgesetz, der 22.07.1913 ist und es auch so bleibt, gelten die Gesetze, die der Kaiser bis zu seiner Entmachtung festgelegt hat. So, und dort ist kein Grundgesetz drin, da ist kein Stadt drin, da ist sind nur kein UWIG drin, da ist auch kein Eurobeitritt drin, da ist keine Impfpflicht drin, da ist keine Kindergarten- und Schulpflicht drin. Ja, es gibt zwar Schulen und auch das Schulrecht, aber wenn man einen freien Träger hat, hat man einen freien Träger. Warum sollen die denn einen freien Träger in der Schule gehen, wo sie eben diesen ganzen Müll nicht lernen müssen? Ja, das kann man ja alles machen. Ja, da können die einen ordentlichen Geschichtsunterricht haben und die können auch eine ordentliche Schulausbildung haben, es wird ja alles runtergebrochen. Wenn man heute einen PISA-Test macht, da wird jetzt sogar der PISA-Test wird ja jedes Jahr abgespeckt, weil es einfach nicht mehr reicht, ne? Weil die Schulbildung eben so schlecht ist in diesem Land. Das sind alles Missstände, die könnten wir sofort abstellen. Ne? Jetzt haben wir ja erkannt, dass das DDR-Schulsystem doch nicht ganz so schlecht war. Ne? Dann hat man es wieder eingeführt, sogar andere europäische Länder haben es übernommen, weil sie festgestellt haben, dass es eben dem Wachstum und der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder optimal angepasst war. Na und, warum machen wir es denn nicht? Ja. Jeder Bürgermeister hat das Recht zu sagen, nee, es passiert nicht. Ja. Weil er muss die Gesetze des Landes beachten. Und das Land ist genau die 26 Bundesstaaten, das sind die Länder. Ja. Dass es Bundesländer gibt, das ist nur Täuschung, weil die Bundesländer sind Parteikonstrukte. Parteikonstrukte entstehen durch Wahlen, indem sich mehrere Parteien zusammenschließen. Aber im Kaiserreich gab es keine Wahlen. Also gibt es auch kein Bundesrecht, was über die Gemeinde drüber greift. Das muss man einfach wissen. Ja. Da der Bürgermeister aber, sagen wir mal, auf das Bundesrecht vereidigt wurde, obwohl er das nämlich nicht macht, weil in der HLKO steht, er muss der feindlichen Macht, also der Besatzungsmacht, seinen Treueeid nicht leisten. Er kann das nämlich auch auf die Verfassung des Staates machen, die 1871. So, und dann ist er genau dieser Verfassung verpflichtet. Und das ist nämlich das, was der Bürgermeister eigentlich machen muss. Er muss sich auf die Verfassung von 1871 berufen. So, dann ist er ein wirklicher Diener des Staates, weil der Staat ist nun mal über Staatsangehörigkeitsgesetz mit dem 22.07.1913 verbunden. Und nichts anderes gilt. Es wurde nichts fortgeschrieben. Es haben Leute in Gesetzen rumgemalt, ja, aber das hat der Bund gemacht. Und der Bund ist ein Verein. Und der Verein hat sich den Gesetzen des Landes zu fügen. Und nichts anderes. So. Und man hat ja den Eindruck, dass die Grundgesetzmacher absichtlich den 146, Artikel 146 so reingeschrieben haben, dass das Grundgesetz gar nicht in Kraft treten kann, weil wir die Grenzen von 1937 gar nicht erreichen können. Die haben wir jetzt nicht, die hatten wir noch nie und die Gemeinde darf die Grenzen nicht verrücken. Also kann das Grundgesetz in Mitteldeutschland zumindest nie in Kraft gewesen sein. Das geht einfach nicht. Der Bund kann das zwar als Bundesverfassung machen, weil ja jede Firma kann eine AGB beschließen, die kann alles Mögliche umfassen. Aber die Landesgesetze sind nun mal die Landesgesetze. Und die Landesgesetze kann nur der Kaiser oder der Verweser anpassen. So, und wenn eben in den Gesetzen drin steht, dass man der kaiserlichen Marine dienen muss, damit man seine Staatsangehörigkeit nicht verliert, steht ja immer noch im Staatsangehörigkeitsgesetz, und es gibt keine kaiserliche Marine, na, was soll ich denn da machen? Da muss ich eine notstandsrechtliche Verfügung machen. Notstandsrechtliche Verfügung muss den Gegebenheiten so angepasst sein, dass die Gesetze des Landes erfüllt werden. Genau das steht in der HLKO im Artikel 43 drin. Und wenn man da noch ein bisschen weiter liest, steht auch drin, dass man der feindlichen Macht keinen Treueeid schwören muss. Und das ist genau
feinstaatlicher Amtseid. Ist ein falscher Treueeid. Das untersagt die HLKO. Ja. Aber da sie ja die Leute das nicht lesen und auch nicht wissen, dass die HLKO die höchste hier in Deutschland geltende Rechtsordnung ist und nichts anderes gilt hier. Es gibt noch das Kriegsvölkerrecht und so weiter, was dann noch wieder höher ist, aber da sind keine Vorschriften drin, die dem, was wir haben, widersprechen. Ja? Im Gegenteil, wir haben sogar noch mehr Rechte eingeübt, uns zuerkannt, die wir aber nicht haben. Weil wir müssten nämlich einen ordentlichen Pass des Staates haben. Und der Pass des Staates, da gehört vorne der Kaiseradler drauf und nicht der von der Weimarer Republik, weil der Weimarer Republik kein Staat war. Und das heißt dann auch nicht Deutsch, sondern das hieß, der Pass hat die Staatsangehörigkeit des Bundesstaates. Und da steht entweder Sachsen oder Preußen oder Reuß, ältere Linie, was auch immer. Da gibt es ja die 26 Bundesstaaten, die aus denen darf geschöpft werden. So, und die Staaten, die jetzt in den Schutzgebieten liegen, also zum Beispiel Teile von Namibia und da gibt es ja, also, ihr müsst doch mal gucken, deutsche Schutzgebiete.de sind die alle genannt, die können auch ein Verweser werden. Dürfen die machen. Die setzen sich einfach hin in ihren Busch, setzen eine Kiste hin, werden ein Verweser, erkennen die Schutzgebietsabkommen des Kaisers und dann können die dort eine Verfassung machen, dass sie eben nicht mal überfallen werden. Ja? So. Und da hat, wenn die USA dort einfällt und der Bodenschätze klauen will, können die sich dort verteidigen. Ganz legal. Müssen sie so machen. Ja, und genauso ist es in Deutschland. Auch in Deutschland kann ein Kreis sagen: Nee, wir haben es jetzt endlich mal satt, wir werden da ständig von anderen Leuten überregiert, obwohl wir das gar nicht müssen und gar nicht dürfen, weil wir halt Notstandsleiter sind und weil wir die Gesetze des Landes zu beachten haben. Ja, dann müsst ihr es einfach nur machen. Ich habe letzte Woche die Begegnung gehabt mit ein paar Polizeiern, die eine Unfallsituation gesichert hatten. Da hatte der eine Schlüsselmarke oben dran, da war der Kaiseradler drauf. Da habe ich den gefragt: Na, was ist denn das? Und er sagt, das ist eine Schlüsselkarte. Ich sage, das ist doch der Kaiseradler. Ja. Und da fragt man sich, wieso das geht. Ne? Das ist halt klar. Also der Staatsschutz ist ja im Prinzip eine besondere Abteilung der Polizei, die ja auch mit ausrücken. Ne? Wenn nicht der Staat nicht zu schützen ist, rücken die also ganz normal beim Verkehrsunfall mit aus. Und man kann natürlich alleine mit so einer Schlüsselkarte in die Rechte und Pflichten des Bundesstaates eintreten, sondern es geht nur mit einer Verweserwahl. Und man müsste natürlich in seinem Dienst die Gesetze des Kaisers beachten. Aber das machen sie ja nicht. Also eher friert die Hölle ein, als dass die sächsische Polizei sagt, wir halten uns an die Verfassung von 1871. Das möchte ich erleben. Ich meine, würde ich feiern, das ist klar. Man wünscht auch den Beamten, dass sie das mal erkennen, dass sie in der Gesetzgebung drinnen stehen, weil sie Notstandsleiter sind. Wir müssen ja jetzt alle eine private Dienstpflicht abschließen. Man muss sich überlegen, also ein Polizeier eines souveränen Staates, souverän, muss eine private Dienstpflicht abschließen, damit er seinen Polizeidienst machen kann. Das ist eine schlechte Nummer. Und dann sagen wir, wir sind ein souveräner Staat. Da hat es mich doch glatt auf die Bretter. Nee, also es ist Notstandsleiter, die sind alle Notstandsleiter, ob sie das wollen oder nicht. Auch die Rettungssanitäter, die Feuerwehrleute, alle ist Notstandsleiter. Die brauchen alle eigentlich eine dienstliche Privathaftpflicht. Damit im Falle eines Falles ein großer Haftungsschaden, also die Haftung bezahlt werden. Wir wissen natürlich, dass die Richter keine Ernennungsurkunde vom Kaiser haben. Ja, mir hat der Richter erzählt, wir sind ein souveränes Land. Da habe ich ihn zurückgeantwortet und habe einen Auszug ich glaube vom Haushaltsplan 2014 vorgelegt. Da sind die Besatzungskosten ausgewiesen. Ja, souveräne Staaten haben natürlich alle Besatzungskosten. Völlig klar. Ne? Soll es auch anders sein? Nee, haben sie nicht. Ein souveräner Staat zahlt dann niemand Besatzungskosten. Also ist es der Beweis, dass wir immer noch ein besetztes Land sind. Eine ganz einfache Geschichte. Und die USA verdient eben hier dran, dass wir das nicht erkennen und auch keine Verweser wählen. Da lassen die uns ewig bluten. Ja. Wir müssen es einfach nur ändern. Wir müssen einfach an einem Ort sagen, ja, ich erkläre mich bereit von der Verweserwahl und ich setze dieses Volk frei. Ja. Das kannst du in deinem kleinen Ort machen, das kannst du in einem Kreis machen, das kannst du in Berlin machen. Berlin war eine ganz steile Nummer. Wenn sich Berlin mal einig wird, ein Verweser zu wählen, dann ist das dann der höchst interessant. Ja, müsst ihr einfach mal machen. Ne? Die Berliner haben es ja auch satt. Ne? Geht es ja nicht nur um Bär, sondern es geht um die generelle Situation dort. Ja. Man muss aber eben wissen, wie die Besatzungszonen liegen und dass die immer noch bestehen. Ne? Und das ist eben Mitteldeutschland und östlich davon eben immer noch unter polnischer und russischer Besatzung stehen. So. Aber die Polen wollen ja auch raus. Und wenn ich jetzt Orbán höre, dass er ein Großungarn will, obwohl das Großungarn meint er ja nicht wirklich, da meint Österreich-Ungarn. Also sie wollen die alten österreich-ungarischen Grenzen haben und wollen aus der EU raus, wollen sich auch nicht reinreden lassen.
Das Recht haben die, die müssen halt ein Verweser wählen, der die österreich-ungarische Monarchie verwaltet. Also müssten im Prinzip eine ungarisch-österreichische Föderation machen. Und da könnten wir auch gerne eine deutsche Föderation dagegen stellen und ein großes Bundesgebiet machen. Dann würde die Schweiz sicherlich auch mitspielen. Gar keine Problem, gibt kein Problem. So, und dann haben wir unser großes Bündnisgebiet und da wären die Polen sicherlich dabei, weil die wollen ja auch nicht ewig mit Zloty bezahlen und die wollen ja auch mal eine ordentliche Währung haben. So, und da stoßen wir ja offene Türen ein. Ne? Die Polen wollen ja einfach nur, dass wir denen sagen, pass mal auf, ja, hast du deinen Verwalter, der spricht Polnisch und der setzt die Selbstverwaltungszugeständnisse des Kaisers um. Ja, anders ist es nicht. Ja. Weil Polen hatte von Anfang an Selbstverwaltungsrechte. Niemand will ja Grenzen brechen. Überhaupt nicht, brauchen wir nicht. Ja. Die alten Grenzen von 1914 sind nach wie vor gültig. Es gibt keinen völkerrechtlichen Akt, der die jemals verrückt hätte. Ja, das hat auch Theo Weigel bei dem Schlesertreffen nochmal deutlich gesagt, dass es immer noch so ist. Ja. Also wir haben die Grenzen von 1914. Alle anderen Grenzen beziehen sich auf andere Verträge, auf militärische Grenzen oder auf Handelsgrenzen oder auf Zollgrenzen, was auch immer. Das kann es alles sein. Aber die staatlichen Grenzen immer noch die von 1914 und zusätzlich die Schutzgebietsabkommen, die da noch bestanden haben. Ja, weil die Weimarer Republik war nicht legitimiert, diese aufzulösen und die Grenzen zu verrücken. Das muss man einfach wissen. Ja. Und das haben die Grundgesetzmacher gewusst und deswegen haben die gewusst, dass die Gemeinde die Grenzen nicht verrücken kann und sagen, wie die Grenzen von 1937 nicht hergestellt sind, solange tritt das Grundgesetz nicht in Kraft. Also, dass ein Grundgesetz die öffentliche Ordnung und Sicherheit in einem besetzten Gebiet organisiert, kann man ja HLKO nach HLKO machen, kein Problem. Aber das hätte die Verfassung von 1871 ja auch geleistet. Und es hätte uns nicht die Staatsangehörigkeit Deutsch eingebracht, ne? Was nichts anderes ist als ein Pfändungstitel von der Rothschild Bank. Weil Rothschild im Vatikan halt sein Geld liegen hat und möglicherweise dort das auch wäscht, ja, eine große Waschmaschine. Und muss man sehen, wie das nun dort. Weil E-Papst hat ja wohl rausgefunden, dass da was nicht ganz koscher ist und da war dann ganz kurz am Leben nur. Macht euch einfach nur mal die Geschichte des Vatikans mal genau ansehen. Und Ratzinger wollte da auch schon mal ranfassen, den haben sie auch auf den Finger gehauen. Und momentan ist also noch keine Klärung reingekommen. Ja, mal sehen, was da noch passiert. So, den Rest machen wir dann im Teil 22.